Mein Standort ist wirklich einfach scheiße, ja. Das ist wohl wirklich leider so. Auch der Router wurde schon geswitcht. Chat. Komm, Swiss, komm, ja. Nee, ich muss einfach nach Köln. Miva, danke für 11 Monate Prime. Yumausi, danke für den Reset im dritten. Und Marcel, wie gesagt, danke für den 4-Jahres-Reset. Boah, hab ich den geil geklaut. Ja, wir haben Tommy Shelby gerade gefickt zusammen. Nein. Tommy und Thomas, hä? Tommy die und ganze, Thomas, ne? Aber das sind die, das ist doch die gleiche Person. Mach nee. Doch wenigstens cooler mit hier alle aber, Namen. Aber das ist doch die gleiche Person. Ja, mach doch den Rest der Familie noch. Das wäre dann cool, wenn man so die Piki... Sippschaft? Entschuldigung? Sag das einmal in Birmingham, mein Freund. Hast du Peaky Blinders eigentlich gesehen? Ja. Ja? Ja. Schon geil, oder? Ja. Aber nicht auf Englisch, so hate mich, du Ratte. Hate mich. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch ist, keine Ahnung. Shipwreck, bitte mach ihn tot! Ups, ich kann nicht! Bitte mach ihn tot. Bitte, hey, warum hast du dir selbst geantwortet, hä? Ja, weil Doma gesagt hat, Nein, kann nicht! Doma, bitte mach ihn tot, ich kann nicht! Ja. Oh. Vielleicht hört er einfach mal Doma zu! Dann würde er mal seine Witze verstehen, wenn er immer zuhören würde, dem Mann. Ja, ich dachte, das die hören heute nicht zu. Bitte mach ihn tot, bitte mach ihn tot! Ich kann nicht! Du kannst ja mal selbst antworten. Diesmal kann ich, Doma. Ich wollte immer noch Witz darüber machen, wo er es selber nicht, er ist einfach geisteskrank, einfach sich selbst geantwortet. Mein Tod, ich kann nicht, Einfach einen Witz aus etwas machen, was nicht passiert ist. Aber er hat doch recht, oder, Floyd? Nein. Ja, natürlich. Ja, Mann. Oh mein Gott, was ist das denn? Bitte mach ihn tot, ich kann nicht. Einfach zu einem Zwischenzeit zwei Minuten. Das geht noch einmal und es wird noch lustiger, bitte. Oh nein, bin ich hässlich. Ja. Ja, das stimmt. Alfie Solomon, ja, stimmt. True. Wie heißt der Schauspieler? Tom Hardy, oder? Auch so eine geile Sau. Ed Hardy. Jeff Hardy. Jeff Hardy ist der Wrestler, ne? Mhm. Wie heißt der? Matt Hardy ist sein Bruder, ne? Ja. Waren das eigentlich wirklich Brüder oder haben die das einfach nur so WWE-mäßig gemacht? Ich glaube, die sind auch zum Teil wirklich gestorben. Der Undertaker einfach vor jedem... Vor jedem Kampf. Vor jedem Kampf tot einfach. Ja. Knights. Oh nein. Deutsches Wetter. Ich bin runtergefallen, schade. Feuershotgun? Phoenix ist zwar, ja, das sind die. Mit Feuershotgun. Ach Jungs. Scheuer-Potgun. Ja, Tom Hardy war wirklich geiler Schauspieler. Findest du echt geil, ja? Mega geil. Max das Wort so. Der hat auch nicht gewusst, wo vorne und hinten ist gerade Dumme. Der hat gar nichts gewusst, tatsächlich. Ja. Dizzy, danke für die 100 Bits. Danke dir, Kurs und Moin. Schade für mich. Brain Delay? Was ist da einfach passiert? Auf K-Gang. Das sind zwei Leute. Richtig, Bautzenelite. Und das ist bei uns halt auch in der Plane schon alles falsch gemacht worden hier. Alleine als ich eingezogen bin, wieso auch immer, das müsst ihr euch mal vorstellen. Erstens, die Bauherren sind sich hier nicht mit Telekom einig geworden, deshalb liegen hier keine gescheiten Leitungen. Es liegt nur Telekom-Kabel und die haben unten für 17 Parteien, okay? Das ist eine Wohneinheit hier mit, nee, das ist ein Haus quasi mit 17 Wohneinheiten. Haben die einen Verteilerstecker unten, wo das Internet rauskommt und dann in die Wohnung geleitet wird, sondern jetzt für Laien, sage ich mal so ganz krass runtergebrochen. Haben die einen Dreierstecker angebaut für 3 Wohnungsanschlüsse. 3. Bei 17 Wohnungen. Sinn ergibt das auch nicht wirklich, ne? Das heißt, da musste auch nachträglich noch was nachgebaut werden und sowas. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass einfach, weil das in der im Grundriss schon so alles falsch gemacht wurde, dass das Internet hier einfach nicht ausreichend, einfach zu inconsistent ist zum Streamen und sowas. Weil sich zu viele Leute an nicht dafür vorgesehene Leitungen quasi ankapseln und das ist einfach alles in allem nicht. Funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Ich glaube, das wird das große Problem sein. Und ich glaube, das ist dementsprechend auch nicht mehr zu retten, weil das ist halt schon in der Bauphase schiefgelaufen. Nice. Same. Hier werden wieder Voodoos beschworen. Oh. Lass den Song mal covern, so ein... Ich hab Gasmaske gekauft.
Ja, so also damals hieß er immer... gekauft. Hieß der Alexi Bexi oder so? Nee, wie hieß der? Also den gibt's auf jeden Fall. Ja, ja, der hat doch damals auch immer so Songs auf Deutsch gemacht dann. Gibt's. Echt? Nee, meinst du nicht, gerade hier Fresh Torge? Nee, ich meine Alexi Bexi. Hat der das nicht gemacht? Der so. Also Fresh Torge hat mich schon damals gecringed, das ist geisteskrank. Ja, ja, mich auch relativ früh. Nicht direkt, muss ich sagen, aber ja, relativ aber früh. Sehr früh. Ja. Relativ früh. So mit 5. Mit 5? Ach, Mann. Zukünftig bauen mit Elektro-Service-Software. Ja, wenn ich irgendwann mal ein Haus baue, Fabi, dann machst du alles, okay? Moin, Bulli. Ja, Steve, also ich bin mir ziemlich sicher, aus dem Vodafone-Vertrag werde ich eigentlich rauskommen. Das sollte funktionieren, eben mit solchen Geschichten. Aus dem Mietvertrag ist halt aber die Frage, ne? Weil es ist halt nicht in den Mietvertrag festgelegt, dass, also die Leitung, jeder Techniker, der jetzt kommt, geht einmal halt an den Verteiler oder sonst irgendwen, guckt, ja, super, kommt doch alles an. Und das war's halt, ne? Aber das reicht halt zum Streamen nicht, wenn es halt einmal messen halt funktioniert. Und deshalb ist die Frage, ob ich halt damit irgendwie aus dem Mietvertrag komme. Wahrscheinlich nicht, deshalb muss ich mich um den Nachmieter kümmern. Das ist gerade so der Struggle, den ich habe. Nein, er hat die Pistols. Ich kann ihn nicht fighten unter Wasser. Aber so kann ich dich fighten. SpongeBob! Aus Verträgen rauskommen ist das kleinste Problem. Ja, Internetproblem. Also Internetverträge rauskommen, kein Thema. Sehe ich kein Problem, denn da mache ich so lange Stress, bis sie mich rauslassen. Das sollte, denke ich mal, funktionieren. Das ist nicht das, worüber ich mir gerade Sorgen mache. Das Problem, was eher besteht, ist, dass ich einen Mietvertrag mit Mindestlaufzeit auch unterschrieben habe. Mir wurde schon gesagt, Mindestlaufzeit ist gar nicht rechtens, selbst wenn es im Vertrag steht. Oh, Platten. Aber da weiß ich auch nicht, ob das stimmt oder nicht. Die beste Lösung wäre halt einfach, wenn man sich einigt mit dem Vermieter und sagt, so, ey, das funktioniert halt einfach nicht so, ne? Ich kann hier nicht arbeiten. Lass mich bitte raus, ich ziehe um. Das wäre optimal. Andererseits kommt es halt auch komisch, wenn ich dann sage, ja, ich ziehe nach Köln, so, ne? Weil dann könnte er auch sagen, er klingt ein bisschen instruiert alles so mäßig, so, dass du gar kein Internetproblem hast und dann willst du halt einfach hier wechseln oder so. Hä? Was ist denn das denn für ein Play? Ehrlich. Platziere Clustermine. Feindliche Drohne über uns. Feinde landen im Einsatzgebiet. Fall am Boden. Ich wollte auf den Löwen schießen. Laut Musik kann einfach Assi sein. Ja, nee, das ist halt auch nicht keine Lösung so, ne? Also, ja. Der hat das Self, oder? Der hat das Self! Hier aber auch. Wenn's Internet läuft, dann geht's, ne? Dann ist alles supi. Dann ist alles super. Dasselbe will man dann in Köln. Ja, das ist jetzt halt nicht. Das ist nicht Teil der Diskussion gerade. Weg mit euch. Nichts halbes, nichts ganzes hier gerade, oder? Geht zu fighten mit Sniper-Shotgun. Sympathische Klasse, die du da spielst. Macht mega Spaß. Das ist halt sympathisch. Das ist halt Hurensohn, sag ich.
Das ist so boring, Digga. Also das, da habe ich kein Verständnis für, wer diese Schrottklasse spielt. So, ich drücke einfach nur meine R2 durch mit einer Nutten 25 Schuss Shotgun, die einfach nur Feuer schießt. Boring. Und zu viert auf dem Dach. Loser. Loser. Die, also so Waffen können die auch einfach, wäre für mich okay, wenn die nie wieder in COD kommen. Halbautomatische Schrotflinten. 25 Schuss Magazin Brandmunition. So dumm. So dumm. Wer hat sich das ausgedacht? Chimip, 3 Jahre ist die offizielle Mindestlaufzeit von Wohnmietvertrag. So, keine Ahnung. Oh, ich bin da hinten gestorben, oder so. Ja, so ein Unterwasser-Skin, ne? Ich hab 17k. Ich könnte... nicht kaufen. Och nein. Och, Juke, Mann. Und das war's mit Loadout. Toll. Weißt du was, Chris, weil die ganze Runde für mute ist, da wird's so einfach nicht reden. So. Weißt du, bleib doch für mute. Ehrlich. Okay. Jetzt denkt Juke ganz kurz, ich bin sauer. Jetzt muss ich den Joke so noch 10 Sekunden durchziehen. Und jetzt entmute ich mich wieder. Wieder da. Aber du hast gerade noch Gamer Girl irgendwas geholt. Ja, ich kauf dich jetzt erstmal. Danke, ich kauf dich jetzt. Und jetzt so. Haben wir genug für, ich glaube, wir haben genug, oder? Ja, wir haben genug. Floyd, lass mal zu dem einen Shop da, wo der Killauftrag ist. Mhm. Da können wir noch Lodi ziehen. Aufpassen, da ist einer, ne? Kennt sich jemand mit Mindestvertragslaufzeiten Miete aus? Fragst du das gerade? Das frage ich gerade, ja. Das ist ein Ja, oder? Das ist nicht überall so. Ja, ja, das. Ich meine ja auch, wenn man einen unterschrieben hat, wie man da rauskommt. Ach so. Na, du hast den Arbeitsgrund, oder? Bitte? Du hast den Arbeitsgrund, oder? Dass du dann nicht arbeiten kannst. Ja, aber vertraglich ist das halt nicht so geregelt, weißt du? In keinem Mietvertrag steht ja drin, dass der Mieter sich, oder dass. Ja, bist du cool mit deinem Vermieter? Grundsätzlich ja, aber die haben halt hier privat das Neubauhaus vermietet und die wollen natürlich, dass jeder bleibt, weißt du? Ja, die wollen nicht nochmal neu privat alles suchen. Aber ich denke, wenn du halt mit dem cool bist, kann man das bestimmt irgendwie klären, oder? Ja, das ist halt die Frage. Er hat halt noch dazu auch gesagt, ja, wir haben auch noch einen Internettechniker hier im Haus noch, der auch zur Miete da wohnt. Den habe ich das mal geschrieben, der kümmert sich darum, der will das Problem jetzt auch noch suchen, so weißt du? Er ist halt voll hinterher, aber ich habe ja schon losgelassen eigentlich. Mhm. Ja. Und wenn ich, weißt du, wenn dann halt in dem Gespräch dann noch fällt, so ja, ich werde wahrscheinlich nach Köln ziehen, dann würde ich mir als Vermieter auch denken, so hä, okay, also Internet ist Problem, oder willst du nach Köln ziehen, so hä, also warum bist du überhaupt nach München gekommen, sicher, dass du so Internetprobleme hast und so weiter und so fort. Alles irgendwie so eine dumme Situation. Ja, schon. Ich werde exekutiert von einem mit Schild auf dem Rücken. Konnte ihn nicht töten. Geil. Konnte ihn nicht töten. Einfach nicht hitten durfte. Das ist normal in München, alles. Mit dem Arbeitsding kommst du ja schon safe raus. Ohne Arbeit gleich kein Geld, gleich keine Wohnung. Ich kann ja aber nicht gar nicht arbeiten, so, weißt du? Das ist halt. Alles nicht optimal. Aber versteht ihr, dass es mich mega abfuckt, die Situation? Nee. Nee, ja, oder? Ich verstehe es ehrlich gesagt gar nicht. Ich habe auch gar keine Lust dann auch die ganze Zeit Wohnungsbesichtigung in Köln und sowas. Ich will, dass es jetzt schon alles rum ist. Verstehe ich nicht. Geld. Hue. Dumme schnell. Kaufen wir noch Platten. Kauft ihr noch Platten? Nö. Ich verstehe es auch nicht. Wieso. Shotgun. Nein. Hab ihn? Nein. Das sind 3, Bro. OP! Mir ISO ist besser. Er piekt nicht mehr. Mann! Ich will das alles nicht mehr aus. Let's go. Ja, haha. Lootet sie und kauft uns noch. Oh, hat Lack am Batzen! Ich brauche eine Gasmaske oder so. Wo liegt hier eine Gasmaske? Wie viel Geld habe ich? Das ist verbuggt, oder? Meine Anzeige? Du hast 1290. Du hast 1290. Nein, ich muss viel mehr haben. Ich habe doch einen Riesenbatzen gerade aufgehoben. Ja, ja.
Ey, ich glaube, ich habe den nicht aufgehoben. Der hat's nicht automatisch gemacht. Doch, du hast den eigentlich aufgenommen. Oder? Ich hab 11.000. Ich hab das. Ich hab 17.000. Boom ist reich, aber ist jetzt dann. Ihr müsst es dann wieder rüberholen, ne? Na super. Oh! Nein! Ich hab ihn fest. Ich hab ihn weggeskillt. Ich hab ihn genau scoped. Was sind denn die anderen? Eins, ne? Oh nein, ich hab meine Szene nicht auf Game gehabt. Schaut doch. Was? Nein, wie lange schon? Wie lange nein. schon? Nee. Wie freut sich direkt? Freut es sich? Nee, ich antworte nicht mal drauf. Fotze. Wie unkorrekt. Nein, sag das doch. Wie lange nein. schon? Wie nein? Wie lange? Nein, wie lange schon? Wie lange schon? Ich sehe ihn nicht mal da oben. Warum, Rocky, warum bist du heute eigentlich so? Nee, weil du heute bist du eine Fotze. Der letzte, ja, der letzte. Last nice. Ja, warte, ich hab Last Nice. Alles daneben geschossen. Quasi, ja. Nein, ist das geil. Also. Vor 10 Sekunden kam aus seinem Mund, heute bist du eine Fotze. Ja, wirklich. Nee, Tomo, das hast du jetzt verdient. Das, also, was ich da gerade gesehen habe. Ach du Scheiße. Vor 10 Sekunden kam aus seinem Mund, heute bist du eine Fotze. Ich sehe nur, wie er mit Feuer-Ammo ihn da komplett Balli shootet einfach. Ja, Ausrufezeichen Mündchen. Mit D. Julia? München? Julia? Ja, München. Einfach ein Mund oder ein München. Chris, ich soll dich hier aufheitern von einem aus meinem Chat. Ja. Er hat heute Post- und Wasserversorger bekommen. Am 7.7. werden die das Wasser im Viertel abdrehen, weil die Hausverwaltung seit 7 Monaten nicht mehr zahlt. Also es gibt Leute, denen geht's schlechter, Bro. Bei mir ging auch im Winter, wird nur mit Fußbodenheizung geheizt. Ja? Nur? Ah ja, ja. Ja, also manche haben ja normale Heizkörper und noch Fußbodenheizung. Aber bei uns nur Fußbodenheizung und nur die ging nicht. Oh, die ging im ganzen Haus nicht. Ich habe auch nur Fußbodenheizung. Echt? Ja. Okay. Aber die geht. Die geht. Ja, meine geht mittlerweile auch. In München.